Morgen sagt Deutschland Ciao, Capitano. Michael Ballack versammelt die Fußballelite zum großen Abschiedsspiel. Die Ballkinder kommen diesmal aus ganz Mitteldeutschland, gewählt vom MDR. Eines davon von dabei ab 2. Das Los hat entschieden und hat die Bewerbung der beiden besten Freundinnen, Samantha und Janina aus Leipzig, auserkoren. Doch was machen wir jetzt? Schließlich haben wir ja nur einen Platz zu vergeben. Nach dem Motto, eine wird gewinnen, ist meine Kollegin Daniela Posan losgezogen und musste zum Entscheidungsmatch trommeln. Sonntagmorgen, wir sind am Leistungszentrum vom 1. FC Lok Leipzig, von den Fußballdamen. Samantha und Janina haben jetzt hier gleich Punktspiel und keine Ahnung, dass wir hier gleich auftauchen. Janina und Sammy sind so aufs Spiel fixiert, aber kennst du mich nicht mehr? Dass sie mich glatt übersehen. Hallo. Dabei habe ich so eine super Nachricht. Eine von beiden wird Ballkind bei Ballack. Yay! Euphorie sieht anders aus. Kein Wunder, ich mache hier gerade zwei Freundinnen zu Konkurrenten. Ich habe folgenden Vorschlag. Wir machen eine Ballackiade. Wir lassen einfach eure Leistung entscheiden, so wie es im Fußball halt ist. Erste Disziplin, die Performance auf dem Platz. Doch es sind noch keine 2 Minuten gespielt. Da wird Sammy übel gefoult. Ich wollte den Ball in die Fresse bekommen. Weil du dich so dolle engagiert hast. Ich glaube, das gibt einen extra Punkt. Jetzt startet Janina doppelt durch, schießt für ihre Mädels 2 von 5 Toren. Jens, 5:0 zur Halbzeit, sensationelles Ergebnis. Aber wir spielen ja hier nicht nur Mannschaft gegen Mannschaft, sondern auch Sammy gegen Janina. Wer führt da? Gleichstand. Janina macht 2 wunderschöne Tore. Sammy wird nach 5 Minuten ins Gesicht geschossen, ist erstmal verletzt, beißt sich durch, kommt wieder rein, kämpft weiter, bereitet auch noch ein Tor vor. Ja, Gleichstand. Zweite Disziplin der Ballackiade, das Ballack-Quiz. Auf welcher Position spielte Michael Ballack meistens? Mittelfeld. Mittelfeld. Richtig. In welcher Stadt ist Michael Ballack geboren? Görlitz oder Göteborg? Görlitz. Ich sag Görlitz auch. Wieder Gleichstand. Beide richtig. Mann, 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 es ist aber schwer mit euch. Schätzfrage. Wie viele Weltmeistertitel holte Ballack mit der Nationalmannschaft? 0. 0. Richtig! Und damit ist das Ballack-Quiz vorbei und es steht schon wieder 1:1. Dann werden wir jetzt zum alles entscheidenden dritten Spiel schreiten. Elfmeterschießen. Na, und immer schön auf mich! Jeder hat 5 Versuche. Wieder startet Janina stark. Samantha schwächelt schon zu Beginn, liegt schnell 2 Tore im Rückstand. Janinas Sieg scheint perfekt, doch dann versagen die Nerven. Samantha macht das letzte Ding rein und am Ende steht's 3:3. Und jetzt müssen wir uns beraten. Sammy oder Janina, wer wird Ballkind bei Ballack? Trotz Ballackiade bin ich kein Stück weiter. Dann passiert allerdings etwas, womit niemand gerechnet hätte. Micha! Sag mal, wir versuchen irgendwie rauszukriegen, wer besser ist, aber es klappt irgendwie nicht. Was mache ich denn jetzt? Wir können doch nur eine schicken. Echt jetzt? Wisst ihr, was der gesagt hat? Was denn? Der Micha hat mir gerade gesagt, dass ihr beide kommen dürft! Oh, ja. Das rast jetzt gerade. Sammy und Janina sind die Ballkids für Micha Ballack. Morgen im Stadion. Woo! Ja!